wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich den zweiten Teil der Wendetangente mit dabei. Im ersten Teil habe ich ja mit dir schon den Wendepunkt dieser Funktion hier berechnet. Der Wendepunkt war bei 1 und minus 2, das waren die Koordinaten. Und heute geht es dann darum, dass wir dann tatsächlich die Tangente in diesem Punkt und somit dann die Wendetangente aufstellen. Wenn dich das Ganze interessiert, dann würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und wir sehen uns nach dem Intro wieder. So, im letzten Video habe ich ja schon mit dir zusammen von dieser Funktion den Wendepunkt berechnet. Der war ja bei 1 minus 2 und wir werden jetzt dann die Tangente in diesem Punkt aufstellen, sprich also die Wendetangente bilden. Eine kleine Anmerkung vorab, natürlich ist eine Tangente eine Gerade. Sie hat also die Form y gleich m mal x plus b. Manche bezeichnen eine Gerade aber auch gerne mit y gleich m mal x plus n. Aber eine Bezeichnung, das ändert nichts am Vorgehen, das heißt, du kannst es komplett genauso übertragen. Hier an die Seite, da habe ich dir die Schritte hingeschrieben, die man immer gehen muss, wenn man denn eine Tangente aufstellen muss. Und dann, naja, die Wendetangente ist eben eine Tangente mit der speziellen Eigenschaft, dass es halt die Tangente in dem Wendepunkt ist. Und du siehst jetzt hier direkt beim ersten Schritt, dass ich diesen Schritt in Klammern gesetzt habe. Denn manchmal hast du ja die Aufgabe, eine Tangente einer Funktion aufzustellen, wenn nur die x-Koordinate gegeben ist. Hier habe ich bereits den vollständigen Punkt. Das heißt, ich habe ja mit dir im letzten Video schon die y-Koordinate berechnet. Wenn du die y-Koordinate noch nicht kennst, du hast zum Beispiel die Aufgabe, du hast irgendeine Funktion gegeben und du sollst die Tangente an der Stelle x gleich 2 berechnen, dann musst du als erstes die y-Koordinate berechnen, indem du diese 2 in deine Ausgangsfunktion einsetzt und diese Rechnung dann ausrechnest. Hier hatte ich ja im letzten Video die 1 eingesetzt, ich habe also f von 1 gebildet, habe das Ganze ausgerechnet und kam so auf die minus 2, sodass ich diesen ersten Schritt jetzt sozusagen schon abgehakt habe und nicht nochmal gehen muss. Im zweiten Schritt, du weißt ja vielleicht, bei so einer Tangente ist eigentlich immer hier dieses m gesucht und dieses b gesucht. Das erste, was man berechnet, ist das m. Und das m berechnet man von einer Tangente eigentlich immer gleich, indem man die x-Koordinate in die erste Ableitung einsetzt. Das hier ist meine x-Koordinate. Meine erste Ableitung hatte ich auch schon im letzten Video gebildet. Also setze ich jetzt die 1 für jedes x in meiner ersten Ableitung ein. Ich bilde also f' von 1, bin dann bei 3 mal 1 hoch 2 minus 6 mal 1. Und diese Rechnung muss ich jetzt ausrechnen. Das Ergebnis dieser Rechnung ist dann die Steigung, sprich das m der Tangenten. Denk dran, Potenzen gehen vor. Also 1 hoch 2 ist 1 mal 1, also 1. 3 mal 1 ist 3. Nächstes Paket, minus 6 mal 1 ist minus 6. 3 minus 6 ist insgesamt minus 3. Also weiß ich schon, meine Tangente wird die Steigung minus 3 haben. Zweiter Schritt ist abgehakt. Diese Zahl kenne ich. Was uns jetzt noch offensichtlich fehlt, ist das b. Naja, im dritten Schritt muss ich jetzt das b berechnen. Hierzu schnappe ich mir von meinem Punkt die x-Koordinate, die y-Koordinate und die gerade berechnete Steigung und setze es in diese allgemeine Funktionsgleichung ein. Denkt dran, das ist dann x, das ist dann y und das ist dann m. Das heißt, wenn das jetzt hier meine allgemeine Funktionsgleichung ist, starten wir als erstes mit y, also in dem Fall damit minus 2 gleich. Dann kommt das n, minus 3, mal jetzt die x-Koordinate, 1, und dann plus b. B kenne ich nicht, also darf ich dafür natürlich auch nichts einsetzen, weil ich es ja gerade berechnen möchte. Jetzt hier als erstes einmal diese Malrechnung machen. Jetzt sind wir bei minus 2 gleich. Minus 3 mal 1 ist minus 3, plus b. Wir wollen ja nach b auflösen, weil wir ja b bestimmen wollen. Das heißt, diese minus 3 muss noch einmal auf die andere Seite. Wir verrechnen diese Gleichung also mit plus 3. Denkt dran, bei einer Gleichung immer, dass wir diese Verrechnung auf beiden Seiten machen. Links steht dann minus 2 plus 3. Minus 2 plus 3 ist 1. Und rechts bleibt dann das b übrig. Was wir jetzt also berechnet haben, b ist gleich 1. Das heißt, das kenne ich. Meinen dritten Schritt habe ich abgehakt. Und jetzt kommt auch schon der vierte Schritt, nämlich der letzte. Jetzt können wir unsere Tangente aufstellen. Ich markiere die Tangente immer gerne mit einem T-Doppelpunkt. Und dazu setzen wir einfach hier für dieses m die minus 3 rein und für das b die positive 1. Achtung auf dein Vorzeichen. Insgesamt sind wir dann bei y ist gleich, jetzt kommt das m, also minus 3 mal x. Jetzt kommt die positive 1, also plus 1. Und das ist dann die gesuchte Tangente. Dadurch, dass es eine Tangente im Wendepunkt ist, ist es dann dementsprechend die Wendetangente und der vierte Schritt ist abgehakt. Das soll es für heute schon gewesen sein. Ich hoffe, dass dir das Video so geholfen hat.
Wenn das so ist, beziehungsweise diese kleine Videosequenz, dann bewerte sie doch gerne und teile sie unbedingt mit deinen Freunden, sodass ich noch mehr Menschen in Mathe weiterhelfen kann. Ja, damit würdest du mir helfen. Und ansonsten, falls du selber Videowünsche hast, dann schreib mir hier einfach einen Kommentar drunter oder kontaktiere mich auf Facebook, Snapchat, Instagram. Alle Social Media Links findest du jetzt gerade hier drunter verlinkt oder in der Infobox. Und ja, dann freue ich mich, von dir zu lesen und wünsche dir jetzt wie immer viel Erfolg beim Lernen.